Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einem weiteren, unserem ersten Video zum Haus, also so richtig. Gestern war Hausübergabe, wir sind jetzt... Man sieht noch die Überreste der Party, ne? Ja, wir haben gedacht, nicht erst arbeiten und dann feiern, sondern erst feiern und dann arbeiten, weil wir werden die nächsten Tage und Wochen, glaube ich, genug zu tun haben. Wir fangen jetzt heute... dieses Wochenende mit dem Laminat an. Küche ist schon drin, coolerweise sogar. Aber dazu mehr. Irgendwann wird es noch eine Roomtour geben. Wir werden jetzt so ein bisschen euch mal mitnehmen zu den handwerklichen Sachen. Ich habe mir extra hier meinen Blaumann angezogen. Die Suppenkelle, die muss ich gleich noch reintun fürs Mittagessen. Gibt Gyros-Suppe, voll geil, hat deine Mama gemacht. Ja, und hier haben wir schon ein bisschen Laminat reingetragen. Ist noch sehr wüst. Die Solaranlage, die wird auch noch hoffentlich am Montag fertiggestellt. Und heute werde ich euch ein bisschen mitnehmen, wow, jetzt bloß nicht hier drauf fallen. Heute werde ich euch noch ein bisschen mitnehmen und euch das Smart Home noch näher bringen. Denn wir bauen jetzt alles ein. Den Boden, die Lampen und alles, was so da ist. Ja, und ich würde sagen, ach so, ich wollte euch noch das scharfe Teil zeigen von meinem Papa hier. Schaut euch das mal an. Der hat sogar extra ein Tuch dafür. Das ist wie im Autohaus und du holst deinen krassen Ferrari ab. Ja, muss man sich cooler vorstellen. Das funktioniert natürlich sonst immer besser. Guckt euch dieses scharfe Teil an. Alter, 3 PS auf der Hinterachse. Nee, das ist für Laminat zu schneiden. Wird uns das Leben, glaube ich, heute sehr viel einfacher machen. Und let's go, mal rein. Und dann geht's hier rein. Ja, was machst du denn hier schon drin? Hier sollte gar keiner drin sein. Oh Mann. So, ich habe aber schon das Smart Home. Wir haben ja mit unserem Partner Homatic IP haben wir ja das ganze Haus ausgestattet. Und hier haben wir so einen geilen Sechser-Taster zum Beispiel. Den habe ich schon mal so grob eingerichtet. Da kann man Licht an, Licht aus, Rollo hoch, Rollo runter, Fußbodenheizung voll oder wenig. Kann man alles frei belegen und konfigurieren. Dazu später mehr. Und hier zumindest im Eingang haben wir schon mal eine Lampe aufgehängt, damit wir überhaupt reinkommen. Aber ihr seht, das mit der Privatsphäre, das ist noch schwierig. Dafür habe ich zumindest für oben schon eine Lösung, aber da gucken wir später mal hin. So, und ich würde sagen, hier steht noch einiges rum. Wir müssen erstmal alles frei machen. Gestern noch von der Party. Ja, da vorne liegt noch jemand besoffen, aber das ist alles gut. Oh ja, wir hatten gestern Donuts. Ja, das war nice. Küche, einmal kurz. So, mehr kriegt ihr von der Küche erstmal noch nicht zu sehen, denn die ist A noch nicht fertig und B, das kommt nachher alles in der Roomtour. Wir fangen jetzt an mit dem Boden und dann werden wir nachher noch ein bisschen mal den Schaltschrank uns genauer angucken. Okay, ein bisschen was zeige ich euch doch noch von der Küche, den Kühlschrank. Denn im Kühlschrank, da kann ich jetzt endlich meine Kelle loswerden. Aber wir haben ja auch schon Aufschnitt und sowas. Nachher gibt es noch Brötchen und so. Ach, warte mal, das muss ich ja so halten, ne? Hier hat Ninas Oma, Ninas Mutter, Julius Oma, richtig geil Gyrossuppe gekocht. Dafür Dankeschön nochmal. So, und jetzt immer fleißig. Das muss ich noch abmachen. Warte. So, let's go! Ja, soweit geht voran, aber puh, also bei so einem großen Raum ist das irgendwie mehr Arbeit, als ich dachte. Müssen wir noch die Sockelleisten machen, vielleicht hätten wir das auch früher machen können, aber hey, wird schon. Wir haben ja noch andere Teams und die geben richtig Gas, meine Güte, ey. Ach ja, das ist unsere schöne Badezimmertür. Ist natürlich noch ein bisschen schwierig. Gucken wir mal. Ist da jemand? Nee, ist glaube ich frei. Ja, schick, oder? Also, ich glaube, das sollte ich patentieren lassen und verkaufen auf dem Markt. Wer wird das kaufen, ha? So, 2 Tage haben wir jetzt hier Boden verlegt. 1,5 Tonnen Bodenbelag haben wir jetzt weggeballert. Wir sind fast fertig. Ja, wir sind fast fertig, das ist so krass. Wir haben das Dachgeschoss. Wir haben das erste OG heute fertig gemacht, gestern das Dachgeschoss. Hier ist das zweite Kinderzimmer, beziehungsweise Gästezimmer. Und Julius sein Zimmer. Holy moly. Ja, ich würde sagen, unser Haus, das ist super smart. Wir hatten es eher so in den Armen jetzt die letzten 2 Tage. Also Dankeschön dann nochmal an unsere Helfer. Das ist verrückt, was wir geballert haben. Aber ich zeige euch jetzt mal, also morgen, weil ich bin uff. Ich bin einfach nur uff. Ich zeige euch morgen, wie diese Lampen denn hier über diese Taster an- und ausgemacht werden, beziehungsweise auch gedimmt an, also in unterschiedlichen Dimmstufen, angemacht werden, eingestellt werden können oder aber auch
mit diesem Taster, mit dem gleichen Taster, einfach das Rollo runterfahren kann, denn gute Nacht und so. So, nachdem der Boden jetzt hier so richtig schön überall verlegt ist, richtig gute Arbeit, haben wir hier die Schaltzentrale, das Brain von Nomatic IP bzw. von unserem Haus. Ja. Hier kommen Wired-Komponenten und Wireless-Komponenten zusammen. Hier findet die Kommunikation statt über Bus, über Ethernet, über Access Points, über alles. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Taster drücke für den Heizungsraum, ja, und hier gedrückt halte, dann dimmt sich das Licht. Dann redet der hier mit dem Dimmaktor, mach mal ein bisschen weniger und dann macht er weniger. Ich könnte zum Beispiel auch hier hinlegen, mach das Licht im Klo aus. Dann habe ich einen krassen Prank, aber das will ja keiner. Und das ist halt krass. Bei Homatic IP ist es echt einzigartig, dass man sowohl Wired-Komponenten, also kabelgebundene Bussystemkomponenten, mit Wireless Access Points verbinden kann. Das heißt, mein Rauchmelder, der wireless eingebunden ist, dann Fenstertürkontakt, alles kann man hier auch mit einbinden. Und das alles in einer richtig, richtig starken App. Ich habe so 4 bis 5 Stunden gebraucht, um das alles einzurichten. Übelst stark. Also krasses Brett, was sie da liefern. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und die App ist natürlich verfügbar und geupdatet worden. Jetzt hat man sogar Widgets, die man einblenden kann. Und zum Beispiel, ich habe mir extra ein Tablet fürs Haus gekauft, wo man dann das richtig, richtig schön alles einrichten kann. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch Heizung ausmachen. Zack. Auch in dem Widget direkt, dann kann ich mir eine Seite machen für Erdgeschoss, für Obergeschoss und. Kann dort auch direkt das Rollo runterfahren im ganzen Erdgeschoss. Ja, und dann schaltet hier der Rollo-Aktor, schaltet dann, hört man auch ganz schön. Und das halt instant. Weißt du, dann mache ich hier zip zap, scheiße, ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Ja moin, mache ich einfach mal eben von unterwegs aus. Oder ich sehe, verdammt, ich habe doch oben das Dachfenster aufgelassen und jetzt regnet es, muss ich nochmal schnell zurück. Das alles kann man nachgucken und ja, das ist alles eingebunden. Alles eingebunden, egal über Kabel, über fest und das ist alles hier bei mir konfiguriert. So, gucken wir uns mal an. Wie sieht das bei uns aus? Ja, Haustür, Heizung, Kinderzimmer. Da könnte ich zum Beispiel bei Julius einfach das Licht ausmachen. Julius, geh schlafen. Ganz salopp gesagt. Aber man kann halt auch die Heizung steuern, man kann Profile anlegen, wie das Ganze denn fahren soll. Morgens vielleicht ein bisschen wärmer, abends vom Schlafen gehen wärmer, aber nachts dann ein bisschen kühler. Das kann man alles komplett frei konfigurieren und einstellen und auch mehrere Profile für mehrere Räume einstellen. Also echt krass. Man kann sogar Gruppen erstellen für jeden Raum, dass ich zum Beispiel dann halt mit dem Taster die Lampe auskriege, aber auch mit dem Taster da hinten vielleicht den Flur anmachen kann. Und das macht man alles über die Gruppen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ja, Julius, geh ins Bett. Jo, ins Bett, habe ich eine Gruppe, Julius Bett. Ich kann zum Beispiel auch im ganzen Erdgeschoss das Licht an- und ausmachen. Zack, habe ich easy konfiguriert. Einfach hier eine Gruppe erstellen, ne, Schaltgruppe. Zack, lege ich da einen Namen fest, Test. So, kann jetzt auswählen zwischen allen Lichtaktoren, die ich hier habe, einfach die Haustür, zack, da rein und dann lege ich den auf einen Taster. So einfach geht das und so schnell kann man das konfigurieren. Mega nice System, aber wie man die Geräte anlernt und überhaupt hier in die App reinbekommt, das zeige ich euch jetzt zusammen mit der Nina. Die wird nämlich ein bisschen die Wände streichen, weil das habe ich nicht so drauf. So, es hat sich einiges getan. Wir haben sowas wie Boden, so ein bisschen Fußleisten. Türen! Und wir haben eine Nina, die sich hier ganz famos darum kümmert, dass wir noch so ein bisschen Farbe an die Wände bekommen. Nina hat schon alles fleißig abgeklebt und scheitert jetzt wahrscheinlich daran, dass sie den Deckel aufkriegt. Nein! Wir haben uns nämlich überlegt, wir machen noch so ein bisschen Farbe. Also ja, das ist grau, aber hey, ein bisschen Farbe mit rein in unser Spiel. Und Nina hat sich da vom Maler so eine ganz geile Technik hier für unsere Rauffasertapete abgucken lassen. Guck mal, jetzt musst du erstmal das Ding da rausfummeln. Er meinte, man soll die Rolle, wenn man die gleiche Farbe streicht, da drin lassen, dann trocknet die Farbe an der Rolle nicht ein. Da brauchst du die nur einmal sauber.
Mega smart. Aber ich muss es jetzt halt. Du musst das Loch erstmal finden. Ich muss das Loch finden, das ist nicht meine Aufgabe sonst. Ich wollte gerade sagen, das soll ich sonst eben. Ich habe schon, guck mal. Okay, ja, tiefer. Ja! Warte mal, er hat das. Oh Gott, er hat das so abgestrichen letztes Mal. Hast du, also, guck mal, du warst in der Schule beim Malermeister hier. Okay, das an die Wand ist natürlich krass. Ja, das geht gar nicht. Nee, nee. Also, das ist die Vorbereitung. Wir müssen aber gleich noch ein bisschen Silikon an die Wand. Acryl, ja, Entschuldigung. Ich habe ja keine Ahnung. Du bist ja Profi. Nee. Und, Das ist irgendwie eine Sauerei. Den Tipp würde ich jetzt nicht so weitergeben. Warum? Eine Sauerei heißt nicht, dass es unpraktisch ist. Ich glaube, damit der nicht eintrocknet, legt man dann den da rein. Das ist vielleicht doch ganz smart. Okay, wir warten mal eben und dann geht's los mit Acryl an die Wand. So, wenn Nina dann noch so Vorbereitungen trifft, ne, stelle ich euch mal gerade noch vor, was sonst noch dazu kommt. Das sind die ganzen Wireless-Produkte, die hier von Homatic IP zur Verfügung gestellt wurden, die noch alle eingebaut werden müssen. Das ist eine Sicherheitsanlage, eine Wetterstation, Heizkörperthermostate hier unten für den Keller. Da haben wir ja keine Fußbodenheizung. Rauchwarnmelder, auch ganz wichtig. Das wird alles in das Smart Home wireless über Access Points eingebunden. Also da kann man auch easy nachrüsten, auch wenn man jetzt bei seinem Haus oder Wohnung gar kein Smart Home hat, also direkt verkabelt, so wie wir das haben, kann man das easy nachrüsten, das komplette System. Die meisten Taster und Sachen, die wir jetzt haben, kann man auch für Unterputz, Aufputz mit Batterie auch nachträglich komplett wireless betreiben. Haben wir zum Beispiel bei uns in der Wohnung, da haben wir hier so einen Heizkörperthermostat, weil es viel besser ist. Da hast du immer genau die Temperatur, die du haben möchtest und das ist super. Ich schnappe mir jetzt hier so einen Fenstertürkontakt und während Nina dann jetzt streicht, werde ich mal unsere Haustür überprüfen und dass wir dann immer wissen, dass die Haustür auch zu ist und vielleicht so sicherheitsmäßig dann auch überprüfen und einstellen können. Wenn die an ist, dann Alarm und so. Wisst ihr, für Einbrecher. Wir gehen mal gucken, was die Nina jetzt so macht. Ich habe eine Pistole. Das erste Mal in meinem Leben. So eine richtig, richtig fette AK-47. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe nur zugeguckt, des Öfteren. Du hast immer nur zugeguckt. Okay, ja. Aber guck mal, da hast du schon eine kleine Wurst. Also, einmal abgeklebt und dann mit Acryl. Das machst du super, großartig. Ich liebe auf Leitern stehen. Ich finde das geil. Mit Acryl einmal daneben. So ein bisschen. Du machst das großartig. Guck mal, wie gut du das machst. Das kann ich schon ein bisschen viel sein. Er hat das dann so mit dem Finger einmal so verschmiert, ja. Na scheiße, ich glaube, ich bin schon zu nah auf der Tapete. Es geht nur darum, dass die Kante... Das ist egal, du streichst ja drüber. Das ist ja total egal. Es geht darum, dass die Kante zum Klebeband zu ist, damit die farbige Farbe nicht dahinter läuft und man einen schönen Rand hat. Ja, mega guter Tipp. Wenn der Maler das ausmacht, ne, sieht das irgendwie flüssiger aus. So. Ja gut, er hat das auch schon 3 Millionen Mal gemacht. Ne? Ja, also. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen. Er hat gesagt, du machst das. Guck mal, so machen wir das jetzt einmal rundherum. Ich werde mal hier das Gerät hier an unsere Haustür dran ballern und dann sehen wir uns gleich fertig. Fertig, wenn wir sein sind. So, und das Ding habe ich irgendwie in 3 Sekunden fertig gemacht. Und das kleben wir jetzt einfach. Da sind so Klebedinger mit dabei. Kann man aber auch schrauben, wenn man möchte. Und das kleben wir jetzt einfach hier oben hin. Über die Tür. Zack. Mit ein bisschen Abstand. Und dann erkennt der, weil hier ist so ein Lichtsensor, der erkennt dann, ob die Tür an ist, also zu, die an ist. Dann drücken wir einfach einmal den Knopf und zack ist das Ding eingelernt und ready to go. Können wir jetzt in der App konfigurieren, wofür wir den haben möchten. Kann man halt bei Fenstern machen zum Beispiel, wenn man sagen möchte, okay, wenn dann quasi offen ist, dann soll die Heizung ausgehen, weil macht ja Sinn. Bei uns zu Hause habe ich das zum Beispiel, dass dann die Heizung ausgeht. Bei einer Fußbodenheizung eigentlich nicht ganz so sinnvoll. Aber zum Beispiel hier könnte man sicherheitstechnisch jetzt quasi das konfigurieren, dass wenn wir draußen sind, die Alarmanlage scharf ist und dieses Ding aufgeht, dann geht Alarm an. So, und wir haben ja dann gerade die Taste gedrückt und dann wird in der App automatisch quasi erkannt, dass das Gerät da ist. Und dann gibt man einfach den Code ein und zack, taucht es bei uns dann im System auf. So schnell kann man mit Homatic IP Geräte einfach anlernen. Dann sagt man noch, wo ist das? Und dann sage ich Haustür, zack, und im System. Dann kann ich dem noch ein
Namen geben, Türkontakt, Haustüre machen wir dann und dann ist gut. Und so schnell ging das bei allen anderen Systemen auch, egal ob wireless oder wired. Das ist echt super easy und da habe ich innerhalb von 3 Stunden fast alles mit eingerichtet. Mega, mega gut. Echt tolles System, super stabil und bin sehr, sehr zufrieden mit dem ganzen Homatic-IP-System und der App. Skeptical Blick. Nina ist fertig. Woo! Hat die Wand gestrichen. So, die Nina ist in den letzten Zügen. Hat schön alles fertig gemacht. Sucht jetzt noch die kleinen Flecken, die noch so übergeblieben sind bei der Raufasertapete und trocknet es. Ja komm, ey, säg noch weiter, Mann. Ach, hier ist halt überall Baustelle. Aber wir haben den Sensor montiert und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, Alarmanlage quasi aktivieren. Kann man dann einstellen, dass die Alarmanlage scharf ist, also auch die Sirene theoretisch angeht, oder aber man einfach nur eine Push-Benachrichtigung aufs Handy bekommt. Achtung, Einbrecher! Weiß ich, Julius macht die Tür auf und direkt wii, wii. Kann man halt alles einstellen. Man kann auch einstellen, ob nur die Sensoren für Türen und Fenster genommen werden oder aber, wenn man auch Bewegungsmelder im Haus hat, ob die auch mit einbezogen werden. Also das kann man alles frei konfigurieren und einstellen. Nina hat da eine Idee, nämlich noch aufzunehmen, wie wir es hier abziehen, weil könnte jetzt voll in die Hose gegangen sein. Ja. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus, sieht nach einer geraden Kante aus. Du ziehst es da ganz gut ab aus der Ecke. Ich glaube, also oben schon eine saubere Kante. Ja, hier muss ich nochmal mit einem Pinselchen nach. Ja, da kann man ja das nachtupfen. Das ist halt auch ein bisschen eng. Ich hatte Angst, dass ich die andere Wand mit anmale. Ja, genau. Das ist dann lieber zu wenig und nochmal mit einem kleinen Pinselchen nach. Tupfeln. Guck mal, das sieht doch super aus. Voll schön geworden. Yay! Boah, ey, gut, dass wir dich in die Lehre geschickt haben beim Malermeister. Ja. Super. So, und wir gucken uns jetzt nochmal eine kleine andere Ecke an. Kannst du mir gleich bitte einen Zeber geben? Ja, ich gebe dir sofort einen Zeber. Da ist ein kleiner Tupfer an die Bauch. Ja, wo ist denn jetzt Zeber? Ich muss schnell los. Husch. So, die Nina, die hat hier was ganz Tolles vorbereitet. Was hast du? Eine kleine Lampe halt. Was ist das denn? Was hast du denn für einen fetten Stamm? Ich dachte, ich habe hier den fetten... Ja, nein. Wow, okay. Aber wir werden aus dieser tollen Glühbirne noch einen. Die finde ich auch schön. Ja, aber die sehen irgendwie ein bisschen geiler aus. Und irgendwie soll das mit dem Baumstamm... Ich glaube, das hast du dir ganz gut überlegt. Ja, die hängen wir jetzt gleich auf und ich erzähle euch jetzt nochmal, wie ihr was Fettes gewinnen könnt. Und dann war es das leider schon hier. Es geht gut voran, wir kommen, wie ihr seht, langsam vorwärts und räumen schon ein. Aber ihr könnt jetzt noch was richtig Fettes gewinnen. Das Homatic-IP-System ist auch noch kompatibel mit sowas wie Google Home oder Alexa. Da kann man auch mit Sprachsteuerung und Ähnlichem hier noch was machen und das darüber steuern. Also das kann man alles verbinden, muss ich auch noch alles machen. Und dann läuft das auch, kann ich sagen. Google macht die Lampe im Wohnzimmer aus und zack, geht aus. Also vielen lieben Dank nochmal unserem Partner Homatic IP, die echt krasse Sachen haben. Also ich habe jetzt schon, was haben wir jetzt, 2 Wochen sind wir jetzt hier schon dran und alles eingerichtet und es läuft echt. Aber schlechtes Wetter hat mich noch nicht dazu bringen lassen, dass ich endlich mal die Wetteranlage aufbaue im Garten. Beziehungsweise ich mache jetzt gleich noch, bei schlechtem Wetter, Rauchmelder. Brauchen wir auch noch. Bauen wir ein. Die Fenstertürkontakte haben wir alle drin. Läuft auch super. Das habe ich übrigens bei dir am Dachfenster jetzt auch noch eingebaut, dass wenn wir mal weg sind und wir denken so, scheiße, haben wir das Dachfenster zugemacht? Regnet da jetzt rein? Müssen wir nochmal umdrehen? Das sehen wir jetzt einfach unterwegs dann. Guck mal. Ich dachte, das wäre smart. Ja, aber ihr könnt noch was gewinnen jetzt. Und zwar 10 fette Pakete, bestehend aus diesen 3 Dingen. Damit ihr euer zu Hause auch etwas smarter machen könnt. Das ist einmal ein Access Point, damit ihr das Ganze verwalten könnt. Einmal ein Thermostat für einen Heizkörper. Mega, habe ich bei mir unten auch im Büro jetzt verbaut. Klappt super, geile Sache. Kannst du direkt die Temperatur einstellen. Perfekt, unten Türkontakt. Dann kannst du auch noch einstellen, jo, mach mal die Heizung aus, wenn das Fenster geöffnet ist. Oder halt, so wie bei uns jetzt hier, Einbruchschutz. Ja, und das war ein mega nices Video. Wir haben 2-3 Wochen jetzt hinter uns und ich bin völlig am Ende. Aber nächstes Wochenende ziehen wir endlich ein. Und dann wird es demnächst noch eine Roomtour geben, wenn dann hier mal alles fertig ist. Und auch noch ein kleines Video zu meinem Keller, wie ich den einrichte und umbaue. Das wird, da freue ich mich auch noch sehr drauf. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mal in die Kommentare,
was ihr gerne in eurem Zuhause smarter machen wollt. In der Videobeschreibung findet ihr den Link fürs Gewinnspiel. Und ja, Dankeschön, Homatic IP. Und ich wünsche euch was. Haut rein, Leute.